Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 6, meine lieben Zerberster und Zerbersterinnen. Bevor es mit dem Video losgeht, ganz kurz eine wichtige Info: um 14 Uhr findet heute pünktlich ein Livestream auf www.twitch.tv/gtimetv statt. Ich weiß, ich kam gestern ein bisschen später, da sind einige Sachen dazwischen gekommen. Heute geht's pünktlich um 14 Uhr los. Und dann noch eine wichtige Info am Rande, und zwar am 16. Februar, nächste Woche Samstag, 10 Uhr, geht es los mit einem 24-Stunden-Livestream. Tragt es euch im Handy oder im Kalender ein. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Craft Attack 6. Let's start again. Und ich stehe schon hier oben auf der Brücke, um euch möglichst mal zu zeigen, was wir so gestern im Livestream, auch wenn da was später losgegangen ist, geschafft haben. Und zwar habe ich da unten ein Haus gebaut und ich bin aktuell dabei, hier oben auch ein Haus hinzubauen. Ich habe ja gesagt, dass ich hier so ein bisschen das Ganze so dorfmäßig gestalten will. Und das sieht schon richtig, richtig schick aus. Wenn man jetzt mal hier über den Eisernen Pakt fliegt, dann sieht man schon, hier hat sich echt einiges getan. Leider baut Baloui nicht weiter an seinem Turm. Das finde ich sehr, sehr schade. Jetzt steht hier nämlich so ein angefangener Turm rum, der jetzt nicht fertig gebaut wird. Ich werde mir da jetzt nochmal Informationen von Baloui reinholen. Und dann werde ich Baloui fragen, wie es aussieht, ob er diesen Turm weiterbaut oder nicht. Weil wenn nicht, dann werde ich den abreißen und werde hier was anderes Schönes hinbauen. Weil das bringt mir nichts, wenn hier so ein unfertiger Turm rumsteht, Leute. Ich denke mal, da habt ihr absolut Verständnis für, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe Baloui damals diesen Platz ursprünglich gegeben. Eigentlich in der Erwartung, dass Baloui diesen Turm fertig baut. Und er macht es nicht. Ich habe ihn letztens angeschrieben, er hat gesagt, dieses Bauen in Craft Attack, das ist nicht sein Fall. Das macht ihm nicht so viel Spaß, einfach nur zu bauen. Und deswegen hat er so ein bisschen die Lust verloren. Aber es bringt halt mir nichts, wenn jetzt hier sein Turm in der Gegend rumsteht. Da oben soll ja Hohenehr hinkommen. Und da auch nochmal ganz kurz am Rande eine wichtige Information. Ich weiß, ihr seid sehr gehypt auf den Bau von Hohenehr, Leute. Und der wird auf jeden Fall kommen, der Bau von dieser Riesenfestung. Keine Sorge, weil es gibt schon Leute, die Angst haben, dass ich Hohenehr nicht baue. Diese Baupläne, die benötigen nur ihre Zeit. Ja, das Bauteam, also das Legend-Bauteam, ist da schon ordentlich dran. Und die wollen was richtig Geiles auf die Beine stellen. Und wie ich gesagt habe, das ist nicht einfach, Leute, weil wir haben nicht so viel Höhe. Und um das schön zu gestalten, da muss man wirklich schon echt einiges ausprobieren, weil das ist wirklich nicht viel, was wir da am Platz oben haben, nach oben hin. Und wenn ich jetzt mehr Platz schaffen wollen würde nach oben hin, dann müsste ich nochmal den ganzen Bereich abtragen. Und wisst ihr, wie lange ich dafür brauche? Also dann sind wir locker nochmal 2 Wochen dran, nur Berg am Abtragen. Jeden Tag mehrere Stunden, da habe ich gar keinen Bock drauf, Leute, ehrlich jetzt. Also da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir da einen vernünftigen Bauplan auf die Beine gestellt kriegen. Ja, wie gesagt halt, also die nächste Problematik ist der Turm hier von Baloui. Da muss ich auf jeden Fall mal mit dem Herrn Baloui eine Runde sprechen und schnacken, wie das jetzt aussieht mit seinem Turm. Weil wenn er den nämlich nicht mehr weiterbaut, ja, dann müssen wir ihn komplett abreißen. Was anderes bleibt uns da nicht übrig, Leute. Was anderes bleibt uns da nicht übrig, als den Turm dann abzureißen und zu zerstören und komplett den, ja, Erdboden gleich zu machen, damit ich dann dort was Vernünftiges hinbauen kann. Müssen wir mal schauen. Ich werde mit ihm natürlich vorher sprechen, Leute. Also ich reiße nicht einfach den Turm ab. Ich werde Baloui fragen, ob er jetzt wirklich gar nicht mehr dran weiterbaut, weil ich das Ding dann entferne. Weil es bringt mir halt nichts, wenn da irgendwie was in der Gegend rumsteht, was nicht genutzt wird und aussieht wie eine Pilzpfanne. Ist halt einfach wirklich so, Leute. Das sieht aus wie eine Pilzpfanne, als wenn da einer einen Wok hingebaut hat und sich da irgendwie, keine Ahnung, gebratene Nudeln mit Pilzen drinne macht. Weiß ich ja nicht. Keine Ahnung, was Baloui da vorhatte. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Brickstones oder Stone Bricks. Stone Bricks. Da müssen wir mal hier 4 Stacks von den Steinen nehmen und dann craften wir die nämlich mal schnell zusammen. Dann kriegen wir unsere Stone Bricks raus. Und dann nehmen wir noch hier von diesen halben paar mit, von den Stone Slabs. Die sind nämlich auch gut. Die können wir für den Boden vom Haus brauchen. Und dann werden wir nämlich jetzt ganz kurz das Häuslein, was ich angefangen habe, weiterbauen und gucken, dass wir das zu Ende bringen. Ey, raus hier. Gestern haben wir uns ja das Haus von Basti GHG angeschaut. Kam auch sehr gut an. Es haben sich echt einige Leute sehr darüber gefreut, dass ich das Haus von Basti GHG angeschaut habe. Wie gesagt halt, wenn Basti GHG da Bock hat und mich mal gerne selber noch persönlich rumführen möchte, habe ich auch absolut Lust zu. Ich finde es sowieso schöner, wenn die Leute, die die Häuser gebaut haben, mich rumführen und mir das zeigen. Wir müssen nur mal schauen, dass wir uns auch die anderen Häuser anschauen. Übrigens, Leute, ich weiß nicht, was das hier soll, was das hier ist, was die hier genau machen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum da ein Schwein aus der Wand rausguckt. Ich lasse es einfach so, weil ich es irgendwie lustig finde.
Und ja, wir müssen mal gucken, dass ich mir auch zum Beispiel das Haus von Klim, also den Bereich von Klim, nochmal anschaue. Denn der hat auch ordentlich Fortschritt bei sich gemacht. Also das ist ja einer derjenigen, die noch aktiv spielen, genauso wie Zino, Spark, die ganze Tech-Town-Fraktion da hinten, also Iosa und The Joecraft, ja, die spielen ja auch noch alle aktiv. Da können wir uns auf jeden Fall mal durch die Häuser führen lassen und uns das mal anschauen nochmal, was da so für Fortschritt entstanden ist. Ich werde mich mal mit den ganzen Leuten in Verbindung setzen und mit denen mal schnacken, dass die mich da nochmal bei sich ein bisschen rumführen und mir das alles zeigen. Und dann gibt es nochmal ein paar Videos in Kürze, wo ich mir dann Häuser anschauen werde, bis wir dann endlich demnächst mit dem Bau unserer eigenen großen Residenz beginnen, dem Schloss Hohenehr, unserer Festung. Das wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil werden. Ich glaube, da werden auch einige Teilnehmer öfters dann mal bei uns vorbeischauen und sich angucken wollen, was wir für einen Fortschritt machen, weil das ist ja schon ein ziemlich großes Bauprojekt und es hilft mir einfach weiterhin die Lust an Craft Attack zu behalten. Ich muss sagen, mir macht das Projekt immer noch Spaß. Es ist jetzt halt nicht so wie vorher, dass man am Tag Bock hat, 8 Stunden lang zu zocken, aber so zwischendurch immer mal ein Ründchen ist auf jeden Fall eine geile Sache, aber ich denke, und das kann ich jetzt auch schon mal sagen, offen in dem Video, ich denke, wenn ich mit dem Bau von Hohenehr fertig bin, dann wird auch das Projekt bautechnisch für mich nicht mehr so große Anreize bieten, denn irgendwann ist halt auch die Lust einfach weg. Also ich hoffe, dass wir auf jeden Fall bis dahin irgendwie vielleicht RP-technisch was hinbekommen, was geil ist. Ich habe auf jeden Fall an Early Boy eine ziemlich gute Idee geäußert, was man RP-technisch in Craft Attack 6 umsetzen kann. Und ich habe natürlich auch viele eurer Kommentare gelesen, wo sich ganz viele Leute gewünscht haben, dass das RP so ein bisschen vielleicht in die Richtung wie von Craft Attack 4 gehen soll. Mit einem Krieg zwischen zwei Fraktionen und sowas. Also lasst euch da mal überraschen. Ich weiß selber noch nicht, was Early Boy davon jetzt gut fand, von den Ideen, die ich geäußert habe. Ich werde mir das auch, bevor es losgeht, erstmal anhören. Also ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich beim RP nur dabei bin, wenn ich ein gutes Konzept höre, was echt gut ausgearbeitet ist. Nicht, dass ich jetzt zu faul bin. Ich habe mich natürlich auch angeboten, aber wenn man das nicht mit mir nachher machen möchte, auch absolut in Ordnung für mich. Nur ich werde nicht bei RP bei sein, wo ich nicht hinterstehe. Das mache ich nicht. Das heißt also, wenn irgendwie storytechnisch was kommt oder so, wo ich mir einfach sage, so, nee, das ist nicht so mein Fall, wenn da irgendwelche Entwicklungen passieren, wo ich einfach sage, das gefällt mir ganz und gar nicht, als Beispiel, keine Ahnung, das RP geht in irgendeine Richtung, die ich nicht so geil finde, dann werde ich das entweder aussteigen, wenn wir mittendrin sind, oder ich werde gar nicht erst mitmachen, wenn ich das jetzt schon vorher erfahren sollte. Und das war eigentlich eine Bedingung, damit ich mitmache beim RP, dass ich vorher genau weiß, wie die Hauptstory in etwa aussehen soll. Weil da muss man halt einfach schauen, dass es da auch ein bisschen ein paar Regelungen gibt. Das war nämlich bei Empire auch ein Problem, kann ich ja mal so ein bisschen nebenbei erzählen. Bei Empire war nämlich die Sache, wir hatten zwar eine Hauptstory, aber die war nicht festgelegt für jeden. Also wusste nie jemand, wie sieht eigentlich die Hauptstory aus. Und manche haben dann einfach so Moves gebracht, dass sie sich plötzlich zum Beispiel mit Gaia verbündet haben, was storytechnisch bei anderen Leuten überhaupt nicht gepasst hat. Und deswegen zumindest die Hauptstoryline, da muss man sich ein wenig absprechen, um sowas zu verhindern. Weil dann gab es nämlich auch Zuschauer, die gesagt haben, so, hey, das passt doch überhaupt nicht, dass du jetzt plötzlich mit dem verbündet bist, weil XY sich schon mit ihm verbündet hat und so. Und deswegen, um sowas zu verhindern, müssen wir halt die Hauptstory so ein bisschen durchplanen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, habe ich hier noch irgendwo so ein bisschen, ja, ich habe hier noch Holz. Sehr schön, das können wir nämlich mitnehmen. Da können wir den Rest vom Haus dann weitermachen. Das obere Stockwerk. Aber ich gehe jetzt mal eben schnell schlafen. Es ist nämlich gerade dunkel draußen und da habe ich gar keinen Bock, hier weiterzumachen. So, dann schlafen wir ein Ründchen, damit dann wieder Tag ist und die Monster nicht hier die ganze Zeit kommen. Und dann werden wir jetzt gucken, dass wir es bauen. Ja, wie gesagt, also wegen dem Turm, klickt da mal ganz kurz rüber, dann zeige ich euch das auch mal hier. Early Boy hat einen super aufwendigen Troll gemacht, finde ich auch super schade, dass Baloui den nie gezeigt hat, weil das wirklich richtig viel Arbeit war. Ich will gar nicht wissen, wie lange Early Boy daran gearbeitet hat, das alles fertig zu machen. Es ist halt super schade, finde ich persönlich auch. Ich weiß auch, dass einige von euch das sehr traurig finden, dass in Craft Attack immer nach kurzer Zeit einige Teilnehmer direkt inaktiv sind. Aber das lässt sich nun mal nicht verhindern, Leute. Das lässt sich nicht verhindern. Man kann ja nicht die Leute zwingen, etwas zu spielen. Und besser, die Leute hören auf mit Craft Attack, als dass sie es bringen, obwohl sie gar keinen Bock dazu haben. Ich weiß, dass jetzt einige sagen werden, ja Kevin, aber das ist voll traurig. Das ist so ein cooles Projekt und manche, die sind dann nur für eine Woche da und dann hören sie schon auf mit dem Projekt. Dann könnte man auch Teilnehmer dazu holen, die es aktiver bringen. Aber ihr werdet das immer mal haben. Das kann immer mal passieren, dass irgendein Teilnehmer vielleicht urplötzlich, spontan nicht so viel Zeit fürs Projekt findet.
und das Projekt sogar im schlimmsten Fall beenden muss bei sich. Das kann immer mal passieren. Ich versuche natürlich immer, wenn ich weiß, jo, eine neue Staffel Craft Attack steht an, ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, was genau möchte ich in der Staffel bauen. Beim nächsten Mal werde ich das wieder so machen, weil das kam jetzt schon sehr, sehr gut an. Mein Ziel fürs nächste Mal wird auf jeden Fall sein, dass das, was ich mir vornehme zu bauen, ich direkt beginne. Also jetzt nicht wie hier in Craft Attack, dass ich am Anfang erstmal random baue und dann irgendwann kommen nach ein paar Monaten die Baupläne für Hohenair. Beim nächsten Mal werde ich das versuchen, alles schon vorher zu organisieren, dass wir direkt von Anfang an, es wird ja wahrscheinlich eine 7. Staffel geben, dass wir von Anfang an dann direkt wissen, was wir vorhaben und dass wir da richtig Vollgas geben. Ich glaube, das wäre dann nochmal ein bisschen interessanter für euch und geiler. Da werde ich auf jeden Fall drauf achten. Und jetzt haben wir auf jeden Fall das nächste Stockwerk hier fertig. Dann können wir nämlich mit dem Dach in Kürze beginnen. Das könnten wir dann hier bauen. Und dann ist das Haus auch schon bald fertig. Sehr geile Sache. Also wir kommen hier sehr, sehr gut voran. Ich persönlich für meinen Teil, wie gesagt, habe weiterhin sehr viel Spaß. Ich spiele aber auch andere Games im Livestream. Also, dass ich jetzt nicht so viel Craft Attack spiele, rührt nicht nur daher, dass ich sage, jo, das Projekt hat nicht mehr so einen Reiz, dass man jetzt jeden Tag 8 Stunden spielen kann. Ich möchte vor allen Dingen auch nicht durchgehend jeden Tag 8 Stunden Minecraft auf meinem Kanal bringen. Ich bin ja, wie gesagt, immer noch ein Multigaming-Streamer. Und möchte gerne Multigaming bringen, auch eigentlich auf YouTube. Und deswegen will ich mich da nicht so sehr auf ein Spiel fixieren, was ich jetzt 1-2 Monate gemacht habe mit Craft Attack. Aber auch nur, weil es mir sehr, sehr viel Spaß in den Monaten gemacht hat. Macht mir zwar immer noch Spaß, aber nicht so viel wie vorher. Und deswegen, ich denke, da habt ihr auch ein bisschen Verständnis. Wir zocken zurzeit nämlich auch im Stream Cube World. Sehr altes Spiel. Kann man so sagen eigentlich. Haben schon einige von euch vielleicht vergessen, dass es das Game gibt. Aber es macht wirklich Spaß und es kommt gut an. Also muss man ehrlich sagen, also die Leute, die zugeschaut haben, die haben richtig Spaß bei Cube World. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns nachher um 14 Uhr im Livestream, wenn ihr vorbeischaut. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, liebe Freunde. Und ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr eine positive Bewertung da lasst, Feedback in den Kommentaren und auf jeden Fall ein Abo und die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr kein Video mehr in Zukunft und dann sehen wir uns im nächsten Part von Craft Attack 6 wieder. Und nicht vergessen, 16. Februar, 10 Uhr, 24 Stunden Livestream auf www.twitch.tv/gtimetv. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüss zusammen.